So, ein herzliches Willkommen. Weiter geht's hier mit dem nächsten Teil von Baphomets Fluch. Und zwar Teil 4 ist mittlerweile angesagt. Der Engel des Todes. Angel of Death. Im Englischen, wie es letztes Mal schon gesagt, nach einem Slayer-Song benannt, so wie es aussieht. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so läuft. Angeblich haben sie jetzt hier auch wieder die Point-and-Click-Steuerung, also die klassische Steuerung, mit zurückgebracht. Wäre auf jeden Fall ganz angenehm. Ich guck noch mal kurz rein. Ich glaube, es sollte soweit alles passen hier. Ja. Und diesmal kann man es auch direkt von Steam aus auf Deutsch umstellen, was sehr praktisch ist. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten ein neues Spiel, schauen uns mal das Intro an und gucken, was uns hier alles erwarten wird. Sei Gott im Himmel. Wir haben sie gefunden. Also, wer ist das? Weiß nicht, Boss. Arbeitet da, nehme ich an. Meinst du, der kann Ärger machen? Ach was, ist ein Bleistiftschieber. Alle auf Position? Ja. Vermassel es nicht, Tony. Vertrauen Sie mir, Boss. Tu ich doch. Okay, Jungs. Das Spiel beginnt. Was ist mit der Pizza? Sorry, Virgil. Pizza ist gestrichen, bis wir Mort die 20 Mäuse zahlen, die wir ihm schulden. Klar, Kinderspiel. Hey, was riecht hier so gut? Du hast Besuch. Geschäftlich? Das will ich hoffen. Oh, hi. Kann ich Ihnen helfen? Mr. Storbart? Der bin ich. Gott sei Dank. Ich dachte, Sie kommen nie mehr. Das liegt an der netten Gegend hier. Bitte, Mr. Storbart. Helfen Sie mir. Oh, Sie brauchen eine Kaution, was? Oh nein, keine Kaution. Wissen Sie, da sind ein paar Männer. Sie sind hinter mir her. Sie wollen mich töten. Und wenn Sie mich hier finden, sind Sie gleich mit dran. Ich habe ein Manuskript und... Stopp. Hören Sie, Miss. Anna Maria. Wie auch immer, das hier ist ein Kautionsbüro. Ich bin Rechtsanwalt und du brauchst die Polizei. Dafür habe ich keine Zeit. Lady, ich weiß aus Erfahrung, für sowas ist immer Zeit. Glauben Sie mir jetzt? Sind das die Typen, die... Ja, und wir müssen hier raus. Schauen wir mal. Hallo, Kipu und hallo, Tyrell. Gleichzeitig hier aufgetaucht. Mein zuverlässiges, ausziehbares 9er-Eisen. Sehr gut, können wir das da hinpacken?
Diese Tür hält das nicht mehr lange aus. Mal damit. Der alte Lagerraum. Nicht das beste Versteck. Naja, aber besser als gar nichts, würde ich sagen. Wie weit bist du denn gekommen? Beim Sims-Spielen. Nein, das Schloss würde ich nie knacken. Aber vielleicht den Beschlag. Na gut. Das Ding werde ich nie aufkriegen. Jetzt soll ich doch mal kurz... Optionen... Steuerung. Mausrad zum Rennen. Wie komme ich am Inventar? Achso, wahrscheinlich oben irgendwo im... Ah ja. Ist klar. Sie sind doch angeblich Experte in sowas, oder etwa nicht? Nicht mehr, hab's dran gegeben. Erzählen Sie das denen. Okay, okay. Und was machen wir jetzt? Ich arbeite daran. Ja, das klingt sehr vertrauenswürdig oder vertraut. Guck mal, jetzt können wir da hochklettern. Kommst du mit, Mädel? Kommen wir da durch? Keine Ahnung. Willst du zurück? Bist du verrückt? Exakt. Ich glaube nicht, dass wir hier noch lange unsere Ruhe haben werden. Was hast du diesen Typen eigentlich getan? Ich habe ein Manuskript. Das wollen sie. Lass mich raten. Es sind keine Gedichte. Es enthält den geheimen Fundort eines sagenhaften Schatzes. Na super. Hätte ich mir ja denken können. Unsere Familie besitzt es seit Jahren. Ich fing an, es zu entschlüsseln, zog Aufmerksamkeit auf mich und nun das. Oh, danke, dass du mich da reingezogen hast. Ich weiß das zu schätzen. Also, wo sind wir? Keine Idee, ich war hier noch nie. Das ist der Aufzug. Komisch, wer könnte denn... Na, wer wohl? Die miesen Typen natürlich. Ich kann das nicht ewig halten, George. Ja gut, wir haben ja den Golfschläger. Mit dem mal dazwischen. Bitteschön. Das müsste klappen. Zum Glück lässt sich der alte Stobart-Golfschläger arretieren. Danke, das war eine gute Idee. Ja, ganz schön clever, ha? Ja, wir haben es ja auch drauf. So, wenn wir noch einen Ausweis, Anna-Maria und PDA. Ja gut, sieht tatsächlich so ähnlich aus wie den ich damals hatte. Sehr starre Animation, das stimmt. Aber grafisch ist eigentlich ganz okay. Aber gut, 2006 kann man das ja auch einigermaßen erwarten. Okay, wir können nichts zum Verbinden. Wir haben nur unsere Nummer gespeichert. Achso, das ja, wird wahrscheinlich eh nicht großartig gebraucht. Zahl Telefonrechnung, Mords Pizzaladen, die Versicherung, Bürobedarf. Okay, wenn uns jemand bezahlt, alles klar. Weiß ich gar nicht. Es kann, also, ich habe halt Screenshots gesehen, ich habe sie gerade nicht mehr im Kopf. Also, es kann durchaus, ich glaube, der ist ja auch wieder 3D, aber mit Point-and-Click-Steuerung. Eben nicht mit der Tastatur oder so.
So leicht geht das Ding nicht ab. Wir sind ja auch nicht Batman. Können wir da irgendwie was abreißen oder so? Sieht aber erstmal nicht so aus. Aber kannst du eventuell helfen? Na? Schnell, hilf mir bei diesem Gitter. Sofort. Ah, guck mal, das hat funktioniert. So, könnten wir halt da raus notfalls. Wenn du da nicht festhängen würdest. Komm, hier kommen wir raus. Okay, das sieht doch schon mal vertrauenserweckend aus. Macht ihr da unten? Kann ich tatsächlich hier entlang arbeiten? Ja, kann ich sogar. Okay. Dann schaffe ich mal gerade rüber. Ich glaube, so erfolgreich ist der Typ da unten immer noch nicht. Metal, kommst du eigentlich mit? Nö. Aber ja, das lässt sich tatsächlich auf den ersten... beim ersten Mal schon deutlich angenehmer steuern als der dritte Teil. Da ist ja nicht allzu viel zu machen. Na, ihr Vögel? Das verdammte Teil ist eingerostet. Leider haben wir auch nichts mehr zum, arbeiten. Ist fest im Dach verankert. Okay, das wird dann auch nichts. Können wir da eigentlich hoch? Nö. Sieht erstmal nicht so aus. Ah ja, sind glaube ich mal angekommen. Der kommt auch nicht hoch. Also ich glaube halt, der Teil ist halt echt so... Der, also in dem Stil mit halt etwas besserer Grafik. Aber das war ja dann, glaube ich, auch nochmal so 6 Jahre danach, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann ab nach oben mit dir. Hallo Taube. Mist, ich komme nicht ganz dran. Na gut, da können wir es aber unten eventuell lang schwingen, würde ich sagen. Fängt ja schon mal hier... gut an. Sehr actionreich. Was ist denn die Kette? Komme ich da jetzt hin? Scheinbar immer noch nicht. Der fünfte? Ja. Die Kette ist zu weit entfernt. Die Kette ist zu weit entfernt.
könnten ja Anna eventuell mal rüber schubsen. Achso, den ich jetzt gerade spiele. Ja, also wie gesagt, so Moment finde ich sehen noch etwas angenehmer als der dritte, ja. So vom ersten Eindruck. Der dritte hat mich im ersten am Anfang doch etwas mehr genervt. Das hier geht schon mal etwas flüssiger alles von der Hand. Hm. Hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Warte mal, mir kommt da gerade eine Idee. Fürchte, ich muss gerade nochmal zurück. Ich schätze, wir brauchen den Golfschläger nochmal. Dann würde ich sagen, wir klettern mal zurück. Vielleicht können wir irgendwas anderes dann da unten hinpacken. Ich meine, der Ventilator ist ja noch verschiebbar. Dann schiebe ich den einfach mal in die Tür. Gucken, ob ich dafür dann die Golfschläger mitnehmen kann. Und mit dem Golfschläger könnten wir uns dann die Kette angeln. Wäre jetzt mal so mein spontaner Anlauf der Dinge. So, hol das mal hier rüber, bitte. Ja, das sollte passen, denke ich. Kommt von der Höhe ja auch ungefähr hin. So, wie kriege ich dich jetzt dazu, dass du da unten hingehst? So, okay. Das sollte verhindern, dass jemand den Aufzug ruft. Sehr gut. Dann komm du doch noch mal mit. Dann versuchen wir den ganzen Spaß gerade noch mal. So. Ich hoffe, mit dem Ding kommen wir jetzt auch an die Kette ran mit dem Golfschläger. Dann können wir uns hoffentlich rüberschwingen. Oder sie sonst irgendwie sinnvoll verwenden. Na, zumindest ist Anna oben geblieben. Aber hätte ja auch keinen Sinn gemacht, dass sie jetzt nochmal hier mit runterklettert. Ist ja etwas ungewohnt, dass bei der Leiter kein Aktions... also der Cursor sich nicht ändert. Aber ja, muss ich mir mal... einfach dran gewöhnen, einfach alles anzuklicken und hoffen, dass es funktioniert. Halte durch, Anna-Maria. Ich finde einen Weg. Guck mal, das hat doch wunderbar geklappt. Können wir da irgendwas... ja, rumdrehen halt. Sie bewegt sich. Ah, nichts passiert. Vielleicht ist das Zahnrad hinüber. Da auch. Ah ne, die geht auf jeden Fall. Okay. Anna Maria, du kannst die Gasse über die Ladebäume überqueren. Danke, George. Aber wir müssen dafür sorgen, dass sie uns nicht folgen können. Bin gerade dabei. Mach, das wird sie nicht lange aufhalten.
Weißt du was? Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich habe sie unterschätzt. Den Fehler machen viele Leute. So. Kann man sie engagieren? Hängt vom Preis ab. 10.000 im Voraus, 10.000 nach Entschlüsselung des Manuskripts. Man kann. Eine Frage, warum ich? Im Text wimmelt es von mittelalterlichen Symbolen. Und Sie machen doch im Mittelalter, oder? Klar mache ich im Mittelalter. Ich mache sogar unter Beschuss im Mittelalter. Sie werden es nicht bereuen, Mr. Storbart. Bitte, nenn mich George. Okay, George. Und jetzt verrate mir mal, wie wir hier rauskommen sollen. Vertraue mir, ich finde einen Weg. Naja, das sieht jetzt nicht so zuverlässig aus hier. Noch ein paar Tauben. Können wir da rüberspringen eigentlich? Ne, können wir nicht. Ich glaube, mit dir reden können wir auch gerade noch nicht. Ah, wir können es da dranhängen. In Ordnung. Das bricht doch runter. Es hält sogar. Halte durch, ich komme wieder zu dir. Hier sind die raufgekommen. Na, ja, das könnte jetzt knapp werden, aber ich hoffe, wir haben kein Zeitlimit. Ja, irgendwie so ganz. Aber im dritten Teil war das ja auch nicht besser. Hüpf. Rennen scheint er, kann er wohl scheinbar nicht. Oder zumindest mit der Maussteuerung nicht. Ich glaube, der Regen und der Funkenschlag da unten ist auch nicht so ganz hilfreich. Hier kann ich wahrscheinlich einfach wieder rüberspringen. So, wir lassen dich einfach da oben mal warten, das passt schon. Was hat's denn mit dem Ding hier auf sich? Der Schalter bleibt einfach nicht ausgeschaltet. Das Rohr muss ihm mächtig einen mitgegeben haben. Seltsam. Das mache ich nicht. Okay. Das erste Mal, dass wir den Golfschläger nicht einsetzen können. Na, da ganz unten komme ich wahrscheinlich dann nicht weiter, weil dann Strom anliegt. Na gut, schauen wir uns hier mal noch um. Dann wir kämen auf jeden Fall hier raus. Mist, diese Kabel sehen gefährlich aus. Da lasse ich besser die Finger weg. Na? Okay, scheinbar kommen wir da auch nicht raus.
Solltest du aber eigentlich einen Keul kriegen, mein Freund. So schmal sind die Bretter auch nicht, die die Welt bedeuten. Na gut, wieder ab nach oben bitte. Na? Zieh dich da mal hoch. Irgendwie will er nicht, habe ich den Eindruck. Na komm. Ich meine, wenn du dich da runterlassen kannst, kannst du dich auch wohl wieder hochziehen, oder? Wieso gehst du denn da nicht rüber? Mist, diese Kabel sehen gefährlich aus. Hm. Da lasse ich besser die Finger weg. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Mein liebes Spiel. Kann ich hier vielleicht nochmal irgendwie nach unten? Nicht so wirklich. Ich kann hier nicht rumhangeln. Jetzt ziehst du dich mal hoch. Aha. Vielleicht gehe ich doch auf die Tastatursteuerung. Oder ich muss halt einfach wild in der Gegend rumklicken. Ich kann vielleicht so eine Taube da reinschieben. Was haben wir denn ganz unten? Eventuell haben wir da dann noch ein bisschen was, was mir helfen könnte. Die Tür ist nicht mehr verschlossen, aber irgendwas blockiert sie auf der anderen Seite. Unschön. Ich glaube, da muss ich doch nochmal hoch und mal gucken, was wir dann Sinnvolles hier anstellen können. Also da wäre Anna auf jeden Fall wieder. Hm. Die Tür ist angebunden. Ah, guck mal. Wir das rüberschmeißen. Aber wir können eventuell den Hebel festbinden damit. Mal schauen, ob das was wird. Ne? Wie gesagt, so eine Rennfunktion per Doppelklick wäre auch ganz schön. Dass man hier ein bisschen schneller vorankommt. Dieses Rohrstück war ziemlich verrostet. Kein Wunder, dass es gebrochen ist. Die Installateure von New York. Ja, ja. Keine Chance. Mache ich nicht. Nicht? Okay. Das wäre keine so gute Idee. Hauen wir einfach mit dem Golfschläger nochmal drauf. Mit der Tür was machen?
Das funktioniert so nicht. Die Frage ist, was für einen Sinn hatte das denn, dass das hier oben angebunden war? Mhm. Die Tür ist verriegelt. Kein Wunder, dass sie nicht aufgeht. Okay, was bringt mir das? Auch irgendwie nichts großartig, oder? Zu und abgeschlossen. Absolut sicher. Okay. Ah. Okay, du kannst jetzt rüber. Danke, das war eine gute Idee. Gut, dann kannst du jetzt da unten hingehen und den Dings halten, den Hebel halten und wir können dann mal rüber gucken oder mal runter gucken. Und wahrscheinlich unten die Tür aufkriegen. Okay, ich muss mich genau ein bisschen an die Rätsel gewöhnen und vor allem die Steuerung gewöhnen, aber es wird, glaube ich. So, Anna, halt da mal gerade fest. Drückst du mal für mich diesen Notschalter hier? Sofort. Danke. Bis in 2-3 Stunden. Du machst das schon. So, dann können wir jetzt nochmal den Weg zurücklaufen. Ja, ja. Spart halt Animation. So, gucken wir mal. Haben wir hier irgendwas? Völlig verklemmt. Das Holz ist aufgequollen und rührt sich keinen Millimeter. So, kann ich die wegschieben? Die Kabel schlagen keine Funken mehr, aber anfassen sollte man sie noch nicht. Ja, bei den Golfschläger. Trotz des strengen Entwicklungsprozesses meines Golfschlägers weiß ich einfach nicht, ob er Strom leitet oder nicht. Hm. Halt nicht. Lautsprecher von Philips, okay. Interessant. So, schaffen wir dich mal weg. Oh. Danke, George. Lass uns abhauen. Ah, darüber wahrscheinlich. Hab ich dir gesagt, du sollst da loslassen? Das wäre, wenn ich ja den Kabel noch rumgemacht hätte gerade. Ich kann die Rollläden nicht anheben. Das ist ja gut, dass hier eine Kurbel ist. Ein bisschen langsam. Ich komme an den Hebel nicht ran. Na gut, Anna, mach mal grad. Hey, Anna-Maria, kannst du mal die Kurbel drehen? Okay, George. Kurbel für mich.
So, das sollte wieder helfen. Ich komme an den Hebel nicht ran. Wenn ich durchgehe? Nee. Das wird nicht klappen. Komm schon, Anna-Maria, ich halte das nicht länger aus. Ich bin bei dir, George. Du hängst da seit 2 Sekunden dran. Weichei. Wohin jetzt? Brooklyn, in mein Hotel. Das Manuskript liegt in meinem Zimmer-Safe. Aha, und wie sollen wir da hinkommen? Taxi! Mach schon. Erstaunlich, das ist das erste Taxi, das in dieser Gegend hält. Scheiße! Schlecht, Tony. Du hast es fast vermasselt. Gar nichts habe ich vermasselt. Vielleicht hast du recht. Ich habe ihre Tasche. Jetzt wissen wir wenigstens, wo sie wohnt. Du Dumpfbacke, wo sie wohnt, wissen wir schon lange. Ach ja? Oh, dann hast du es doch vermasselt. George, da! Ich seh's. Diese Inneneinrichtung ist wirklich ein Hohn. Nein, der Typ an dem Tresen. Das ist einer von ihnen. Okay, Nico, wir machen das so. Nico! Ich meine Anna-Maria. Wir machen das so. Ich gehe durch und suche dein Zimmer. Du schleichst hinten rum und ich lass dich rein. Bleibt ein Problem. Mein Schlüssel war in meiner Handtasche. Und? Die habe ich verloren. Okay, keine Sorge, ich finde eine Lösung. Vertrau mir. Das tue ich. Mit meinem Leben. Hey, nicht gleich übertreiben. Welche Zimmernummer? 23. Im ersten Stock. Alles klar. Irgendwie komme ich rein und öffne dir ein Fenster. Ich warte in der Gasse. Viel Glück. Meine Handynummer hast du? Ja, sicher doch. Danke, dass ich das Telefon benutzen durfte, Kumpel. Jojo, dann verzieh dich mal. Ich überlege gerade, war 23 nicht auch das Hotel in Paris damals, wo wir in die Zimmer eingebrochen sind? Ich glaube, das hatte auch die Nummer 23 oder irgendwas mit 20. Vielleicht reden wir erstmal mit dem Kollegen da. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir vielleicht helfen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sind Sie die neue Empfangsdame? Ich bin der Manager, Alfonso. Sie können mich Mr. Alfonso nennen. Wo ist die Empfangsdame? Sie fehlt unentschuldigt. Zu nichts nutze das faule Stück. Ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Vielleicht mit besonderer Aussicht? Alle belegt. Hier ein Prospekt. Buchen Sie das nächste Mal im Voraus. Was für ein Hotel. So geschäftig und doch so wunderbar ruhig. Einfach genial. Also, führen Sie dieses Haus schon länger? Es gehört meiner Familie seit mehreren Generationen. Sie müssen sehr stolz sein. Sie sehen etwas gestresst aus. Wären Sie das nicht, wenn Ihre Empfangsdame einfach verschwindet? Sehen Sie es mal positiv. Sie haben die Abkürzung zu einem ruhigen Leben in der Hand. Ich dachte, Rauchen in New York wäre jetzt an öffentlichen Orten verboten. Wenn Sie damit ein Problem haben, können Sie gerne gehen. Gehen? Ich liebe diesen Ort. Wer war der Typ, der gerade ging? Ein Gast? Nein, er wollte nur telefonieren. Normalerweise lasse ich keine Leute von der Straße rein, damit sie telefonieren. Aber er hatte ein nettes Gesicht. Was für ein überraschend netter Mann Sie doch sind. Wie bitte? Was ist denn nun mit Ihrer Empfangsdame? Wahrscheinlich lässt sie sich die Haare toupieren. Sollte sich lieber mal die große Klappe verkleinern lassen. Sie sind ein echter Charmbolzen. Muss man in diesem Job, Kumpel. Hey, was halten Sie von meiner Erfindung? Nichts. Einstein kann froh sein, dass er nie hier verkehrte. Sind Sie sicher, dass kein Zimmer für eine Nacht frei ist? Nennen Sie mich einen Lügner? Nein, vielleicht haben Sie ja nur die Termine durcheinander gebracht. Sie meinen, ich hätte Gedächtnisschwund? Wie hieß das nochmal?
als irgendwas. Hey, vergessen Sie's. Was? Das Zimmer. Was genau haben Sie an dem Wort Nein nicht verstanden? So, ich glaube, da bringt es nichts, da noch weiter drauf rumzureiten. Können wir auch mal telefonieren? Hey, halten Sie sich da raus! Das ist nur für zahlende Gäste. Aber der andere Typ durfte doch. Ich mochte sein Gesicht. Ihres mag ich nicht. Verdammt. Der Prospekt für das lausige Hotel in New York. Obendrauf steht die Telefonnummer des Hotels. Die könnte ganz nützlich sein. Ah, da können wir den auf jeden Fall mal ablenken. Gut zu wissen. Was haben wir eigentlich hier noch? Eine Uhr. Hey, Sie, lassen Sie die Uhr in Ruhe. Ich habe sie nur bewundert. Ah, dann haben Sie wohl diese neue Augen-OP machen lassen. Hä? Na, den Eingriff, wo einem die Augen an die Hände verpflanzt werden. Aber ich habe doch keine... Verstehe. Wirklich? Dann weg da! Okay, okay. Oh, außer Betrieb. Geht auch gar nichts. Vielleicht wie bei Maniac Mansion, dass dann Geheimgang hinten dran ist, hinter der Uhr. Beziehungsweise Day of the Tentacle. Bei Maniac Mansion war noch kein Geheimgang dahinter. Es kam ja erst bei Day of the Tentacle. Na gut, was hast du denn so zu erzählen? Entschuldigung. Schon gut, nehmen Sie mein Geld, aber tun Sie mir nichts. Ich wollte Ihnen eigentlich nur ein paar Fragen stellen. Oh, verstehe. Ich dachte, Sie wären einer dieser entsetzlichen Gangster-Rapper. Sehe ich so aus? Ganz genau. Die sind nie gut angezogen, oder? Warum sind Sie in New York? Zwerg-Kanadagänse, Wildgänse, Pinkfoots. Wie bitte? Bean, Brand und Barnacle? Ja. Gänse, Sir. Wildgänse. Alsa albifrons, Branta bernicla, die großen Meergänse. Ich bin hier, um einige seltene Aquarelle mit Wildgänsen zu erwerben. Gemälde von Gänsen? Das toppt wohl das Ausstopfen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie wirken ein wenig nervös. Im Internet stand, dies wäre ein Juwel von einem Boutique-Hotel, auf das selbst Philipp Stark stolz wäre. Nicht ganz Ihr Eindruck, was? Nein, Sir. Es ist ein rattenverseuchtes, urinbeflecktes Höllenloch. Ich erwarte, ausgeraubt oder gekidnappt zu werden. Oder sogar... Sogar was? Ich wage gar nicht daran zu denken. Ja, da hast du recht. Es ist tatsächlich immer schlimmer geworden mit diesen Gangster-Rappern. Kann man einfach nichts gegen machen. Warum gehen Sie denn nicht woanders hin? Würde ich ja. Leider ist der Verkäufer dieser Gemälde nicht zu erreichen. Und er hat nur die Nummer dieses Hotels, um mich zu kontaktieren. Ich kann schließlich nicht ohne meine Gänse gehen. Na, das ist wohl der Preis, den Sie für Ihre Kunst zahlen. Ja, ich glaube, das wäre dann ganz schlecht, wenn er vorher schon geht. Was macht denn ein Mann mit so gutem Geschmack in einer Bruchbude wie der hier? Auf der Homepage wurde es als luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel präsentiert. Es ist ohne Zweifel eine raffinierte Masche, ein arglistiger Versuch, reiche Leute in diesen Stadtteil zu locken, wo sie dann in einem Netz böser Fallen und Liederlichkeit gefangen werden. Der Hotelmanager scheint irgendwie schlecht drauf zu sein. Was ist denn mit ihm los? Der war schon bei meiner Ankunft übel gelaunt, aber als die Empfangsdame verschwand, wurde er in der Tat richtig ungenießbar. Wo ist die Empfangsdame denn hin? Ich weiß es nicht. Zuerst hat sie noch einen zwielichtigen Gast bedient. Dann ist sie wohl hoch und hat ihm sein Zimmer gezeigt. Seitdem war sie nicht mehr unten. Haben Sie den Mann gesehen, der vor einer Minute noch da war? Großer Kerl, kräftig, gut gebaut und angsteinflößend? Ja, das könnte er sein. Sie wissen nicht zufällig, was er wollte? Ich glaube, er suchte seine Frau... Geliebte wohl eher. Es war der hektischste Tag, seit ich hier bin. Eine wahrhaftige Parade der Unerfreulichen.
Mögen Sie Golf? Nein, Sir, das tue ich nicht. Es ist ein verachtenswertes Spiel für Neureiche, die nur darauf aus sind, Höherstehende nachzuäffen und ihre wahre Herkunft aus der düsteren Masse der Proleten zu verbergen. Wohl kein großer Fan, was? Na, lassen Sie mich das ändern. Jawohl, ja. Das ist der neue ausziehbare Golfschläger von Stobart Industries. Keine schweren Golftaschen und Caddies mehr, einfach zusammenschieben und ab ins Grüne. Geradezu perfekt für einen zögernden Anfänger wie Sie. Guter Mann! Ich kann mir kaum Entsetzlicheres vorstellen. Bitte entfernen Sie den kleinen schrecklichen Golfschläger. Als ob ich mich herablassen würde, irgendetwas von einem Klinkenputzer wie Ihnen zu kaufen. Das ist dann wohl ein Nein, oder? Okay, da haben wir erstmal nichts. Hast du vielleicht was zu dem netten Hotelgast hier zu sagen? Entschuldigen Sie, Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Was glauben Sie, was das hier ist? Ein Hotel? Oh nein, den Fehler würde ich nie machen. Die Standuhr ist sehr schön. Ja, nicht? Ist ein Vermögen wert. Nächstes Jahr tausche ich sie gegen eine Eigentumswohnung in Florida. Das Zimmer. Was genau haben Sie an dem Wort Nein nicht verstanden? Okay, ich denke, da können wir dann später nochmal hierauf zurückgreifen. Oh, auf einmal läufst du. Interessant. Was haben wir denn hier? Ah! Na komm, dann rufen wir mal das Hotel an. Alfonso's Hotel. Sie wünschen bitte? Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen können. Hallo, ich würde gerne ein Zimmer für heute Abend buchen. Tut mir leid, Sir, wir sind völlig ausgebucht. Sind Sie sicher? Ich nehme auch gerne die Besenkammer. Tut mir leid, gerade vermietet an eine ganze Besenfamilie. Der Typ ist ja richtig witzig. Sind Sie sicher, dass nichts frei ist für eine Nacht? Nicht mal das kleine Jesuskind käme hier heute unter. Kein Platz in der Herberge. Das bringt dann also schon mal nichts. Hallo noch. Ah! Herrgott nochmal, passen Sie doch auf, ich habe ein schwaches Herz. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Was wollen Sie? Okay, mit dir können wir so nichts machen. Können wir das Ding einfach rausnehmen? Hören Sie, was soll das? Fassen Sie mich nicht an! Lassen Sie das! Entschuldigung, ich wollte mir nur das Buch ansehen. Dieses Buch ist nicht für Ihresgleichen! Jetzt lassen Sie mich in Ruhe oder ich rufe die Gendarmerie! Die Gendarmerie? Wie soll die hierher kommen? Mit einer Zeitmaschine? So, irgendwie kommen wir jetzt gerade hier nicht weiter. Was haben wir da? Da haben wir das Telefon. Was ist das? Das Feuerzeug ist hinter der Glasscheibe. Dir können wir nichts mehr besprechen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Hey, Sie brauchen Ihre Zimmerkarte, um die zu öffnen. Nix Zimmerkarte. Nix da rein. Gut, habe ich da vielleicht irgendwas Neues getriggert? Mr. Alfonso, hätten Sie einen Moment Zeit? Wenn's schnell geht. Also, was ist mit den Sicherheitstüren? Die Stadt ist rau und gnadenlos. Ein wenig wie Ihr Gesicht, Kumpel. Immerhin.
Hallo noch. Was wollen Sie? Ah. Haben Sie eine Zimmerkarte für die Sicherheitstüren? Sicher? Sie ist ein ausgezeichnetes Lesezeichen. Es scheint, als hätte ich meine verlegt. Könnten Sie mir Ihre kurz leihen? Sir, ich kenne Sie nicht gerade seit dem Kindergarten. Wie ich das sehe, versuchen Sie unter einem Vorwand, das Gebäude zu betreten. Ich möchte nur auf mein Zimmer. Dann sollten Sie das gemeine Subjekt hinter dem Tresen ansprechen. Ich möchte wegen Ihnen nicht ins Gefängnis kommen. Schon alleine, weil in diesen Etablissements ein Mangel an Seife zu herrschen scheint. Ein gutes Buch? Ein fantastisches Buch, voller Magie und Wunder. Und lassen Sie mich raten, Gänsen? Es ist ein Skandal, dass es immer noch nicht auf der Bestsellerliste der New York Times steht. Oh, wie kriminell! Ein Verbrechen an der Literatur. In der Tat. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Thelwell Minster. George Stobbart. Was für ein Vergnügen, einen weiteren Gänseliebhaber zu treffen. Man muss sie einfach lieben. Ah, warte mal, mir kommt da jetzt gerade eine Idee. Können wir den an die Rezeption bitten? Alfonso's Hotel. Sie wünschen bitte? Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen können. Ich würde gerne mit einem gewissen Thelwell Minster reden. Aber natürlich, ich werde ihn sofort ausrufen. Thelwell! Anruf für Sie! Sehr gut. So. Das Buch ist unwichtig, aber ich leihe mir die Zimmerkarte aus. Glaubt man es? Jetzt bekomme ich hier sogar Scherzanrufe. Ausgerechnet Sie, hä? Sobald mein Freund hier anruft, bin ich tut sweet hier raus. Ja, je tuter, desto sweeter. Da wette ich drauf. Genau. Vielleicht haben Sie ja nach jemandem gesucht, der Rumsch heißt. Oder Lass Miranda, denn sie will ja. Vielleicht auch noch. Das ist nicht der richtige Weg. Dann halt da dran. Sehr gut. Es wird ihr langsam. So, erster Stock Nummer 23. Die Frage ist halt, wie wir da reinkommen. Vielleicht ist ja nebendran wieder ein Fenster offen. Oder wir finden halt raus, was mit dem Zimmermädchen passiert ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, das hat wieder vergessen. Ich bin's. Bist du okay? Ich hänge hier auf der Feuerleiter fest. Die Typen sind hier überall. Sie haben mich noch nicht gesehen, aber das ist nur eine Frage der Zeit. George, du musst in mein Zimmer und das Badezimmerfenster öffnen. Okay, halte durch und, ich weiß nicht, mach dich unsichtbar. Unsichtbar? Mitten auf einer Feuerleiter? Schon gut, bin unterwegs. Mal da. Ich hasse so etwas, aber es könnte mal nützlich sein. Ah, paar Kakerlaken. Das ist ja ekelhaft. Ein Haufen toter Käfer am Ende des Treppenschachts. Na, gut, ein fast. Wahres Massaker. Tote Körper überall, die Beine in den Himmel gestreckt. Das erinnert mich an die Party, die Ross zu meinem 21. geschmissen hat. Zum Teufel, er müsste bald aus dem Knast kommen. Sehr gut. Aus Angst um meine Gesundheit werde ich den Bereich nicht betreten. Der alte Onkel Stobbart war ein Kammerjäger. An den Chemikalien, mit denen er arbeitete, ist er dann auch verreckt. Wir gaben damals seiner Sauferei die Schuld.
Aber als sie ihn dann eingeäschert haben, setzte die Giftwolke die halbe Stadt außer Gefecht. Ja, genau. Ekelhaft, aber man kann es halt noch brauchen. So, geht's hier zu den Toiletten? Etwa ein Aufzug, aber ich sollte vielleicht erstmal gucken, dass wir Anna hier reinkriegen. Hä? Da kommt ein seltsames Geräusch aus dem Wandschrank. Hey, da ist nichts, was dich was angehen würde. Aber was sind das für Geräusche da drin? Käfer! Hier wimmelt's von denen. Käfer? Wovon zum Teufel ernähren die sich? Okay. Wie kommen wir denn an dir vorbei? Hast du irgendwas zu erzählen? Hey da. Kann ich dir helfen, Mann? Ich suche Zimmer 23. Das ist Sperrgebiet. Warum? Ist das deins? Nein. Deins? Ich könnte mir hier Schwierigkeiten einfangen. Nein, ich suche nur einen Freund. Dann suchst du am falschen Ort. Hau ab. Vielen Dank. Willkommen im Heartbreak Hotel, hm? Ja, ich schätze, wir können hier nicht allzu viel machen, solange der Typ hier rumrennt. Die Tür ist abgeschlossen. Und in diesem Höllenloch würde ich das auch tun. Können Blümchen geben. Die Blumen fühlen sich trocken und staubig an. Oh. Ich werde doch nicht die Tür öffnen, wenn sie ausdrücklich Privatsphäre wünschen. Vielleicht mieten sie ja das Zimmer stundenweise. Ja, wer weiß. Hallo Wollinchen, willkommen. Ja, genau, das war Sinn der Sache. Beziehungsweise halt die Anspielung. Was auch immer hinter dieser Tür ist, es ist bestimmt gesundheitsgefährdend. Die Kombinationsmöglichkeiten sind endlos. Raten hat da keinen Sinn. Wie komme ich nur an den Code für die Tür? Hey, verschwinde da! Ich suche etwas Bleiche für mein Bad. Na, dann such woanders. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du gut mit Leuten umgehen kannst? Ja, irgendwie schon, ne? Vielleicht kann er voll zu ja mit seiner netten Art die Leute vertreiben. Mal gucken.